So ruhig, so friedlich geht es los am heutigen Tag in dieser Partie der Gruppe C zwischen Kroatien von rechts nach links. Den Ball hier mit der größten Chance durch Halilovic, ein Topstar. Der zweitjüngste Spieler aller Zeiten, der in der Champions League debütierte, das war im Winter des letzten Jahres bei der 0:2 Niederlage von Zagreb gegen Paris Saint-Germain als 16-Jähriger. Halilovic mit der Topchance also für Kroatien und von da an dann nur noch Marokko. Die Marokkaner als Debütant bei dieser U17-WM mit der 1:0 Führung durch Achaba, Vorarbeit von Omar Ajoun. Hier wird nicht eingegriffen und dann das Abwehrverhalten. Unglaublich, was Kaleta Zala auch macht, der in Österreich Beschäftigte. Achten Sie auf die 5. Wo geht der hin? Er geht weg von seinem Mann. Dieses Tor wurde aber vor allem dem in Deutschland geborenen Kuljak angelastet, denn der wurde wenig später ausgewechselt, Lukas Kuljak. Dann das nächste Tor, 2:0. Weil besser gesagt, die nächste große Chance, nicht das Tor, sondern eine weitere Top-Chance hier für Hamza Saki. Enorm der Pass von Achaba selbst auf Saki. Von Châteauroux in der zweiten Liga in Frankreich spielt er, die Chance zum 2:0 vergeben. Dann ein Freistoß von Nabil Djadi, dem Kapitän. Und dann wieder ein fantastischer Pass durch die Gassen. Alle bleiben stehen. Der Typ ist nicht abseits, auch wenn das die Kroaten denken. Keiner geht mehr zu Achaba. Sein zweiter Treffer an diesem Tag. Es ist die 40. Minute und das 2:0. Es ist unglaublich, mit welchem Standfußball zum Teil auch hier die Kroaten agieren. Es ist grauenvoll verteidigt. Aber Hauptsache der Arm ist oben bei Elvir Maloku. Nein, es ist kein aktives Abseits. Auch der Pass zurück, nicht nach vorne. Das passt alles. Aber die Kroaten stellen das Abwehrverhalten ein. Hier dann an dieser Position wiederum kein Abseits. Da geht der Kapitän alleine und zieht einfach ab. Zu spät rückt auch hier wieder Duje Kaletazar raus. Aber was soll er tun? Die Innenverteidiger da hinten müssen ausmerzen, was generell im Defensivverhalten schief.